Dass Katzen sich seltsam verhalten, ist für Katzeneltern nichts Neues. In der Tat würden viele Katzenliebhaber wahrscheinlich zustimmen, dass die Seltsamkeit einer Katze einen großen Teil ihres Charmes ausmacht. Schau dir einfach die unzähligen lustigen Katzenvideos auf YouTube an und du wirst sehen, wie unsere katzenartige Freunde die Herzen vieler Menschen erobert haben. Ja, Katzen haben viele seltsame Verhaltensweisen, aber woher weißt du, ob das normal ist oder nicht? Eines der Dinge, die Menschen seltsam finden könnten, sind die Schlafgewohnheiten einer Katze. Wenn du zum Beispiel schon einmal bemerkt hast, dass deine Katze mit offenen Augen schläft, bist du vielleicht ein bisschen erschrocken. Wir Menschen sind es schließlich gewohnt, mit geschlossenen Augen zu schlafen. Können Katzen also mit offenen Augen schlafen? Ist das ein normales Verhalten oder ein Grund zur Sorge? In diesem Video erfährst du, weshalb Katzen das tun. Nummer 1. Natürliche Instinkte. Da Katzen von Natur aus Jäger sind, sparen sie tagsüber ihre Energie, indem sie schlafen. Aus diesem Grund halten viele Katzen ihre Augen im Schlaf leicht geöffnet. Außerdem sind sie so gebaut, dass sie ihre Umgebung wahrnehmen und auf der Hut sein müssen, wenn eine potenzielle Gefahr droht. Nummer 2. Schlafzyklus. Genau wie wir Menschen haben auch Katzen einen Schlafzyklus, der mehrere Phasen umfasst. Wenn die Augen deiner Katze im Schlaf geöffnet sind, befindet sie sich höchstwahrscheinlich im leichten Schlaf oder in der ersten Phase ihres Schlafzyklus. In der REM-Phase oder im Tiefschlaf hingegen sind die Augen wahrscheinlich geschlossen. Forschungen haben ergeben, dass sich die Augen von Katzen während des leichten Schlafes langsam bewegen und in der Regel nicht geschlossen sind, wodurch die Sehachse angehoben wird. Während der Tiefschlafphase können sich die Augen der Katze auch hinter geschlossenen Augenlidern sowie horizontal als auch vertikal bewegen. Und Nummer 3. Verletzung. Unter den beiden Augenlidern einer Katze befindet sich eine dritte durchsichtige Schicht, die Nickhaut. Wenn diese Schicht zerkratzt oder verletzt ist, kann es deiner Katze schwerfallen, die Augen zu schließen. Wenn dies der Fall ist, muss deine Katze möglicherweise operiert werden. Auch wenn es keine häufige Ursache dafür ist, dass deine Katze mit offenen Augen schläft, solltest du sie von einem Tierarzt untersuchen lassen, wenn zusätzlich andere Symptome auftreten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.